Ja, servus die Mau und grüß euch die Buben. Ja, ich begrüße euch einmal herzlich zur 6000 Abo Verlosung. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache das daheim auf dem PC mit diesem random Zufallsgenerator. Ist mir ehrlich gesagt zu unpersönlich. Ich bin selten daheim, von mir gibt es von daheim überhaupt keine Videos. Von mir gibt es Videos im Wald, im Dschungel, an der Donau, auf meinem Hausberg oder sonst wo. Aber nicht von daheim. Und von daher, weil mir das auch zu unpersönlich war, bin ich mit euch wieder im Dschungel gegangen. Ich bin in meinen kleinen mystischen Wald wieder. Pipi-feinste Stimmung. Und da möchte ich auch die Verlosung abhalten. Ich mache mir nur mal einen kleinen Kaffee, dass es ein bisschen leichter wird. Sonst wäre ich ganz trocken im Mundel. Diesmal Bialetti. Gehört einmal dazu wieder. Ja, ich mache mir schnell den Kaffee, richte mir das alles her und dann schalte euch wieder dazu. Dann gibt es ein bisschen was zum Erzählen. Bitte ein paar Neuigkeiten für die Verlosung. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Wir sehen uns gleich. Ein paar Sekunden später. So, jawohl. Der ist soweit. Und was natürlich nicht fehlen darf, der Gruß an meine Krankensesseln. Und auch meine Gesunden natürlich, das muss einfach dazugehören. Prost, Freunde. Ah, herrlich, ja. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will das Ganze ja gar nicht in die Länge ziehen. Ich habe mir da eine Liste ausgedruckt, wer da alle mitgemacht hat. Schauen, dass wir nichts verlieren. Wir wollen auch nicht schummeln. Es waren genau 55 Leute, was an X-Boil wollen. Ich habe da so eine Liste angelegt. Ich zeige euch das gleich noch einmal aus der Nähe, dass man dann weiß, wer alle dabei ist. Ich habe da schon mal alle eingegeben, dass man eine Sicht, also alle Namen, was da jetzt sind, sind da herin natürlich auch. Also, ja, ich denke, so viel wird es mir schon glauben, dass das so ist. Und wir werden einmal eine Probeziehung machen, dass ihr seht, dass das kein Link ist oder so irgendwas. Das habe ich eigentlich auch nicht notwendig, das wisst ihr, das kennt ihr mich. So, ich hoffe, man kann was erkennen. Ich werde dann nachher vielleicht ein bisschen reinzoomen, dass man die ganzen Namen sieht. Ich werde jetzt gar nicht anfangen zum Vorlesen da. Es wisst ihr, oder wer mitgemacht hat, das könnt ihr aber auch jetzt auf Stopp drücken. Und könnt euch das als Standbild anschauen. Wie gesagt, da herinnen sind alle Namen schön zusammengewühlt. Und dass man, hopsi, und dass man sieht, dass das auch kein Link ist, weil ich da jetzt einmal eine Probeziehung machen. Und dass man sieht, dass der Name da drauf ist. Ich nehme jetzt einmal irgendeins raus. So, da schauen wir nach. Das wäre die Nummer 42, Tom und Cookie, und da ist die Nummer 42, Tom und Cookie. Also das war jetzt einmal nur, dass man sieht, dass ich nicht bescheißen würde, irgendwen bevorzuge. Das sollte wirklich reell runtergehen. So, aber jetzt stelle ich wieder ein Stückchen weiter weg und gehen wir es ganz einfach einmal an. So, nehmen wir noch meinen Schluck zum Kräftigung. Jawohl. Ja, es gibt zwei Sachen da dabei, und zwar, es sollte ja 12 Stickeln geben zum Verlosen, was man dann eh um 25 Euro beim Leo organisieren kann. Der macht das ja alles für mich, habe ich alles erklärt. Aber es gibt noch 2 Stück mehr. Danke Leo an der Stelle, der hat noch 2 draufgelegt. Die sind noch bei einer anderen Verlosung überblieben, die hat sich keiner angeholt. Und somit können wir eigentlich 14 X-Boil verlosen. Ich würde es noch mal kurz erwähnen, es geht darum, ihr habt die Möglichkeit, den was ich ziehe, der hat ja vorher schon gewusst, dass er mitmacht, hat ein X-Boil zugeschrieben, dass er einen kriegen will, hat die Chance, den um 25 Euro zu beziehen. Durchmesser könnt ihr euch selber aussuchen. Der Leo wird sowieso das Video dann auch schauen, der weiß dann die ganzen Namen, wer gewonnen hat. Ich werde ihm das aber auch noch mal schreiben, wer gewonnen hat. Meldet euch bitte bei ihm, die E-Mail-Adresse vom Leo. Setz sie unten in die Beschreibung ein. Vielleicht kommt es auch da, ich weiß jetzt noch nicht genau, muss ich mit ihm noch zusammen sprechen.
wie wir es genau jetzt machen. Und da schreibt sie ihm dann an, sagt sie ihm, was ihr für ihr Kreis haben wollt. Und die Bezahlung und alles, die 25 Euro, macht alles er und er versendet es auch. In dem Sinn, Leo, super, danke für die Action, das ist wirklich super. Gut, und jetzt haben wir mal 14 Stück X-Ball zum Verlosen. Also ich nehme einen Kräftigungsschluck. Gut. Ich schaue natürlich nicht rein, ich ziehe da irgendwen außer die 14 Stück. Ich habe es dann sowieso auf Video und die Zettel werde ich auf die Seiten geben. So, der erste Gewinner ist der Autor Heiko. Gratuliere Heiko. So. Dann machen wir weiter. Der zweite Gewinner. Jetzt soll ich nicht so klar zusammenlegen, aber das ist schneller gegangen. Henning Gastreich. Zweiter Gewinner Henning Gastreich. Gratuliere. Nummer 3. Ein bisschen Gas geben. Der dritte Gewinner, Volker Duritke. Volker, gratuliere, bist der dritte Gewinner. Vierte. Siti Angelito. Siti Angelito, gratuliere, der vierte. Der fünfte. Autor Svena Kiel. Gratuliere, du bist der fünfte. So, sechste. Aikai Fan. Gratuliere, du bist der Sechste. 2, 4, 6, genau. So, Halbzeit, siebte. Siebte ist der Hedi. Siebte, gratuliere. Halbzeit, brauche einen Schluck Kaffee. Achte Gewinner. So. Der Waldschrat. Gratuliere. Nummer 8. Das waren 2. So. Nummer 9. Ist der Astroano. Astroano Nummer 9, gratuliere. So, 10. Werden schon immer weniger da drin. Ja, wenn es so viel gibt. 10. Outdoor Adventure, gratuliere. Der 10. So, jetzt gibt es ja noch 4. Die Nummer 11. Ist der Punkt. Ich habe mir das nur dazu geschrieben. Der hat wirklich noch einen Punkt vorn. Mehr gibt's nicht. Ist sein Name. Punkt, gratuliere, du bist der Elfte. So, die Nummer 12. Andreas Schmand, gratuliere, du bist der 12. So, jetzt kommt noch der 13. Der 13. ist der Waldmeister. Gratuliere den Waldmeister. 13. Und der 14. und quasi letzte. Wer hat da noch die Chance?
Der 14. und letzte kriege ich gleich gar nicht auf. Ist der Opa Henry. 14. und letzte Opa Henry. Ich gratuliere. Ich sage nur einmal herzlichen Glückwunsch an die 14 Gewinner in dem Sinn. Und ja, da war noch was. Da gibt es ja noch 3 X-Ball zum Verschenken, was ich gesagt habe, oder? Ja, wie machen wir das? Ich habe gesagt, ich suche da irgendwen aus. Finde ich aber ein bisschen unfair. Ich will niemanden bevorzugen von denen her. Und habe mir jetzt beim Hergehen dann gedacht, vielleicht verlose ich die 3 auch. Gute Idee. Da sind jetzt natürlich noch welche im Topferl. Und die 3, was ich jetzt ziehe, die kriegen wir gratis. So, der erste gratis X-Ball geht. Geht an wen? Ja, weiß ich noch nicht. Zahlt sich halt. Ich weiß schon, wer abgekriegt. Neugierig? Wolfgang M. Wohlgemut. Du bist einer der Ersten mit einem gratis X-Ball. Ah, der wird auch verkühlt. Ja, ich kriege auch noch kein Dummer drum. So, der zweite X-Ball gratis ist Magic Woodman. Magic Woodman. Gratuliere, du bist der zweite, der einen gratis X-Ball kriegt. So, und einen haben wir noch. Alle guten Dinge sind 3. So, ein bisschen umwühlen. So, ich habe den dritten in der Hand. Und der dritte Gewinner ist der dritte Gewinner. Karl-Heinz Grape. Der dritte Gewinner. Jo Freunde, die 3 kriegen den X-Ball von mir gratis. Funktioniert genauso. Ich muss mich noch mit Leo zusammensetzen, wie wir das machen. Aber schätzungsmativ wird das gleich auch von sich aus verschicken. Da rede ich mich mit Leo jetzt noch zusammen, wie wir das genau machen. Jetzt habe ich extra geschaut, dass das Video so schnell wie möglich über die Bühne geht, weil jeder will sein X-Ball so schnell wie möglich natürlich haben. Gut, ich kann mich bei euch noch immer wieder bedanken für euer treues Zuschauen, Mitlaufen. Freut mich immer wieder. Und in dem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und in dem Sinne verabschiede ich mich noch von euch mit einem Servus die Mauern und grüß euch die Buben.